Dann wartet, suchen wir mal noch was. Ich kenne euch doch. Ja, und warum soll ich warten? Nur weil du mich kennst? Ich wollte flugs den guten Stürr aufsuchen. Der hier im Tempel, glaube ich, haust, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, komm. Da ist der gute Stürr in der Halle der Brote. Der backt bestimmt gerade. Würde ich an seiner Stelle auch machen. So, wo ist die Brothalle? Hier irgendwo. Da, das sieht doch nach Brot aus. Oh, ich dachte gerade, das war nur der Schatten von so einem Greifvogel. Stürr, bist du da? Ich will ja nicht stürren, aber da war irgendwas von wegen Geisterform und sowas, habe ich gehört. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Witzig, dass du das ansprichst. Ich suche für gewöhnlich keinen Ärger, aber ich finde ihn immer. Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Vermutlich. Willkommen. Die Flak hat mich geschickt, um mit euch über Kartoffeln zu sprechen. Ah, Potema. Ja, Potatoes. Die ehemalige Königin von Einsamkeit. Und eine der gefährlichsten Totenbeschwörerinnen der bekannten Geschichte. Sie war für den beinahe Zusammenbruch des Kaiserreiches vor fast 500 Jahren verantwortlich. Ich glaube, ich habe ein Buch über sie. Oho, ein Buch. Und jetzt, da Potema zurückgekehrt ist... In Geistform beschworen zu werden, bedeutet nicht, von den Toten aufzuerstehen. Nee. Sie wird Hilfe brauchen, um zu den Lebenden zurückzukehren. Momentan hat sich die Wolfskönigin an einen Ort voll mit Toten zurückgezogen, die begierig darauf warten, ihr zu dienen. Sie ist in ihre alten Katakomben gegangen. Aha. Vor einigen Tagen hat einer ihrer Diener eine Wand zum Tempel der Göttlichen durchbrochen. Ihr müsst in die Katakomben selbst gehen. Ach, ich muss mich wieder um alles kümmern, ja? Das kann ich machen, ja, kein Problem. Gut. Durch eure Anwesenheit bei der Beschwörung wurde eine Verbindung zu Potema hergestellt. Diese Aufgabe könnt nur ihr erledigen. Das hast du doch gerade ausgedacht, weil ich feige bist. Ich kann euch mit ihren Schergen helfen. Was Potema selbst betrifft, so sucht das, was von ihrem Körper noch übrig ist. Es ist vermutlich nicht mehr als ein Skelett. Holt es aus den Katakomben und bringt es zurück, damit es von Arkai gereinigt wird. Okay, kein Problem. Und was muss ich noch so über Potema wissen? Hat die irgendwie vielleicht Laser oder sowas? Eine seltsame Gestalt. Es wäre cool, wenn die Laser hätte. Unbeugsam, böse und gemein. Natürlich. Aber dabei verblüffend brillant und offenbar gegen Ende eine sehr gute Totenbeschwörerin. Du hast ja nur Bewunderung für sie über, was? Und sie wäre Kaiserin geworden. Doch trotz ihrer Intrigen hat sie es nie ganz geschafft. Würde sie heute noch leben, wäre sie die einzige noch lebende direkte Nachfahrin von Septim. Ironischerweise wäre sie dann die rechtmäßige Kaiserin. Haha, das ist ja ironisch. Mann. So, ist die hier im Hause oder wie verstehe ich das jetzt? Nee, ich muss hier nochmal raus. Arkai euch mit einem langen Leben segnen. Unbedingt, ja, langes Leben und so weiter, dir auch. Wir sehen uns. Wo ist Potato denn jetzt? Da oben im Tempel der Göttlichen. Na, dann flitzen wir da doch rasch hin. Flitze die Flitz. Was haben wir? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Ich würde hier etwas verstecken, wäre ich ein Verstecker. Aber nö. Da scherte sich wohl niemand drum. Guten Tag. Wartet. Ich kenne euch doch. Das ist mir doch Wurst. Na, was habt ihr im Tempel so Schönes? Zeig doch mal alles her. Guten Tag. Ihr seht aus, als hättet ihr Kummer. Seid ihr hier, um Rat zu suchen? Nein, bitte, ich setzt will euch doch. Oder betet so ein an den Potema-Dings Schein umnieten. Ach, wir da begrüßen reicht's. Die Gottesverehrung in all ihren Formen. Ja. Da unten? Also gehe ich hier hoch und dann gehe ich hier wieder runter. Nein, jetzt bin ich wieder in Einsamkeit. Da handelte ich vorschnell, indem ich diese Tür öffnete.
Das dauert lange, so eine Tür zu öffnen. Die ist bestimmt schwer, die Tür. Da kriechen wir schnell wieder rein. Dings. Da unten. Ich sehe doch den Pfeil. Da muss ich hin. Ja. Ist aber nicht hier, nicht ja. Da. Muss ich hier hoch? Leute, ihr wohnt in einem verdammten Labyrinth. Das ist ja labyrinthisch. Der Kältebrich hat eine kältige Kälte vorher gesagt. Ja, stapft ruhig mit den Füßen. Leute, wo... Ah, hier geht's weiter. Ah, oh, hier geht's nicht weiter. Ah, oh. Da geht's weiter. Leute, ihr habt aber auch... Oh ja, möge sie das, bitte. Schlüssel zu Potatoes Katakomben. Aber klauen darf ich hier immer noch nichts, ja? Was? Dann mal ab in die Katakomben. Zur guten alten Potema nochmal Hallo sagen. Wir haben uns ja schon mal getroffen. Die freut sich bestimmt. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Seit ich ihre Beschwörung unterbrochen habe, haben wir uns nicht mehr gesehen. Die vermisst mich bestimmt schon, die gute Potema. Ich würde mich vermissen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Moos. Irgendwas sagt mir, dass ich hier eine Axt brauche. Und Moos. Da seid ihr ja endlich. Der Held, der verhindert hat, dass ich gebunden werde, kehrt in meine Herde zurück. Ja. Ich habe euch viel zu verdanken, Wölfchen. Wenn ihr sterbt, werde ich euch wieder erwecken, damit ihr euren Platz an meiner Seite einnehmen könnt. Hast du mich gerade Wölfchen ihr genannt? Ihr werdet mir schon noch früh genug dienen. Ich glaube eher nicht, dass ich dir dienen werde. Da hege ich so meine Zweifel, was das Dienen angeht. Wie kann das sein, dass hier noch Kohl drin ist? Und grüne Äpfel. Das ist alles vermodert und vermoddert. Und seit vielen, vielen Monaten, Jahren, keine Ahnung, nicht mehr in Benutzung alles hier. Was? Ich höre doch da jemanden. Ja, genau. Der wollte die Axt. Aufdringliches Traugrepack auch noch. Na, hoch geht's nicht. Gold. Oh, eine Babytruhe. Oh, ein Vampir. Dann hat der Vampir vielleicht den Kohl hier runtergebracht. Ja, genau. Schwarz irgendwas. Mann, nervt Knödel hier. Und sogar Vampire schart die um sich. Meine Güte. Das wusste ich ja nur auch nicht, dass die ja Vampirgedöns gezücht hält. Und jetzt kann ich die Babytruhe leer machen. Die ist so niedlich. So eine hätte ich auch gerne. Da würde ich Dinge drin verwahren. Ihr wisst schon, so Dinge halt. Nee. Salz. Mein Salz. Das ist mein Salz. Ach, guck mal, den Laden hätte ich auch anzünden können. Zu spät. Muss alles durchwühlen. Nur Karotten. Was haben die denn so viel Gemüse hier? Das sind Draugr und ein Vampir. Die essen doch eh nichts. Oh, hallo. Gerade aufgestanden. Leg dich mal wieder hin. Heute ist Feiertag. Au!
Oh, eine raffinierte Falle. Aber nicht mit mir, dafür bin ich zu clever. Da trete ich kein zweites Mal drauf. Ihr wisst schon, fool me once, shame on once, fool me irgendwas. Hier ist ein verschlossenes Gitter vor, da komme ich gar nicht durch. Aber hier ist dann auch ein Hebel direkt daneben. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich benutze den Hebel trotzdem mal. Oh, da geht's ja auf. Welche Überraschung. Ist ja auch eine Falle? Ne, der lebt einfach. Das ist die Falle. Hat der sich einfach schlafend gestellt? Ja, steh ruhig in aller Ruhe auf. Ich hab Zeit. Ja, du darfst auch gerne runterkommen. Wir haben eine kleine Party hier. Komm her. Fein. Oh, hat da jemand Licht angemacht? Wo kommt das? Ach, da brennt was, ja. Hallo? Wer ist da? Niemand? Noch mehr Vampire? Hallo, ich bin's, Dings. Steffen. Ich dachte, mein Ruf eilt mir voraus. Da musst du doch nicht mehr fragen, wer ich bin. Ich bin Steffen, der Steffenator. Der Moossammler. Nee, ja, doch, nein. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass Drachen schwimmen können. Zumindest an der Oberfläche können sie treiben. Vielleicht nicht unbedingt schwimmen. Ja, mir so ein Treiben an der Oberfläche, genau. So hatte ich das in Erinnerung. Na, Salz mitnehmen. Oh, das ist ja eine gefährliche Falle. Hoffentlich trete ich da nicht drauf. Also hier müssen die echt mal ein bisschen Spinnen fegen. Das kann ja nicht angehen. Schickt mal eine Reinigungskraft hier runter, wenn ich wieder raufkomme. Muss ja noch mal ein bisschen sauber machen. Hier bröselt alles in sich zusammen. Oh. Ich haben sie da ein bisschen warten lassen da drin, wa? Ja, ja. Ganz ruhelos, der Gute. Ich aber auch. Ungefähr 800 offensichtliche Fallen. Die entschärfe ich vielleicht mal, bevor ich die Truhe öffne. Für eine Handvoll Münzen. Aha, aha. Es dreht sich. Aber man muss es anhalten. Oh, was habt ihr hier Schönes? Ein kleiner Altar. Mit Salzen und Knoblauch. Die haben Geschmack. Ja. Jetzt habe ich schon wieder die Schale mitgenommen. Die wollte ich gar nicht haben. Und da geht's zu Potemas Refugium. Da können wir alles neu verfugen. Mit den Rehen. Refugen.
Rehe isolieren auch gut. Und die dehnen sich aus bei Hitze und ziehen sich zusammen bei Kälte. Die sind perfekt für Fugen, so Rehe. Die lassen sich auch leicht zu Fugenmasse kneten. Na, frierst du? Mistviech. Da hast du recht. Irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Und jetzt werdet ihr sterben. Eher nicht. Eher wirst du sterben, glaube ich. Gib mal her den Kram. Das ist offensichtlich eine Tür, aber ich sehe keinen Schalter. Da komme ich wahrscheinlich von der anderen Seite. Ups, da durch. So, erst muss dieser Lärm hier aufhören. So, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So. So. Und du musst auch noch zum Halt kommen. Na, wo ist die Öffnung? Zeig her die Öffnung. Rein. Jawohl. Hört doch dieser infernalische Lärm mal auf. Da will ich hin. Wie komme ich da hin? Das sieht doch fast so aus, als wäre das quasi der... Ginge das von hier dahin? Oder sieht es nicht so aus? Doch, für mich schon. Gibt es hier einen Schalter? Irgendeinen... Da! Der versteckt sich! Sehr clever, sehr clever. Flupp, da ist schon auf. Guck mal, jetzt kann ich das ja alles plündern. All den wir von Begräbniskram und all das Gold und noch ein bisschen mehr Gold und das hat sich richtig gelohnt. Wow. Such Reichtümer. So Clown. Wow. Oh, es brennt. Hört auf, rumzubrennen. Das finde ich nicht okay. Den habe ich doch mitgenommen. Waren das alle? Ja. Geile Falle. Hat super funktioniert. Bist du Potema? Nein. Ihr habt es weit gebracht, Sterblicher. Findest du? Zweifellos habt ihr vor, Potemas Heiligkeit zu betreten. Ja, habe ich. Ja, und du hast den Schlüssel dazu. Wie praktisch. Vielleicht hätte ich ihn doch ausreden lassen sollen, aber... Ach, nee, wieso? Das war so viel lustiger. Mitten im Satz abgeschnitten. Ach, guck mal, war ich da unten schon? Ich weiß es nicht. Es ist im Bereich des Möglichen. Wir gehen auf jeden Fall erst noch Potema killen. Komm, feine Potema, komm, komm, komm. Na, so heilig sieht das jetzt auch nicht aus. Was war das? Weiß ich nicht.